Weiter geht's bei Wuselgusel mit Schokolade. Oh, ich liebe Schokolade. Wer nicht? Aber wusstet ihr, dass Schokolade auch gesund sein kann? Und das Tolle ist, ich darf heute all unsere Vorführobjekte aufessen. Also probieren. Das Wort Schokolade, das stammt aus der Sprache der Azteken, die vor vielen hundert Jahren in Mexiko gelebt haben. Schokokühe hatten die natürlich noch nicht, aber... Die Kuh! Wusel! Sag mal, Wusel? Ja? Du hast doch wohl nicht die komplette Schokokuh aufgegessen? Nein, ich war das nicht. Und die Schokolade an deinem Mundwinkel? Was? Wo? Andere Seite? Das ist braune Bratensoße vom Mittagessen. Heute gab es Spaghetti mit Tomatensoße. Ja, so. Du warst das also nicht. Nein! Was ist das? In der Schokokuh, die du ja nicht aufgegessen hast, war ein Spielzeug, das muhen kann. Ich versteh's ja. Ich hab die ganze Schokokuh gegessen. Und jetzt ist mir so schlecht. Schied dir recht. Das sind die Früchte des Kakaobaums. Nach leckerer Schokolade sehen die noch nicht aus. Das Innere ist weiß und etwas glibberig. Doch darin verbergen sich die Kakaobohnen, aus denen mal Pudding, Torten, Pralinen oder Schokoladentafeln werden sollen. Aber bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Nach der Ernte werden die Bohnen mehrere Tage gelagert. Dabei finden in der Bohne chemische Prozesse statt. Das nennt man Fermentierung. Erst dadurch bilden sich Geruch und Geschmack des Kakaos. Weiter geht's in die Schokoladenfabrik. Dort werden die Bohnen gereinigt, geröstet und gemahlen. Jetzt ist der Kakao bereit zur Schokoladenherstellung, aber noch schmeckt er sehr bitter. Deshalb kommt was Süßes dazu. Zucker, Milchpulver und Vanille. Und das Ganze mit dem Kakao in eine Art Riesenmixer. Alles wird jetzt ewig vor sich hingeschleudert, Stunden oder Tage lang. So lange, bis sich Fett und Kakao zu einer cremigen Masse verbunden haben. Das nennt man Konchierung. Je länger man das macht, umso zarter und weicher zergeht später die Schokolade auf der Zunge. Und dann kann man daraus Schokoladentafeln, pur oder mit Nüssen, Pralinen oder Schokosoße herstellen. All diese Sachen gibt es auch in weißer Schokolade. In der findet sich fast kein dunkler Kakao, sondern nur weiße Kakaobutter. Das ist ein Fett, das aus Kakao gewonnen wird und der weißen Schokolade ihren typischen Geschmack verleiht. Wusel, hä? Hat meine ganze Schokoladenkuh aufgegessen. Ist ja schon gut, es tut mir ja leid, aber du hättest sie eben nicht aus den Augen lassen dürfen. Für 2 Sekunden. Wirklich doch. Außerdem habe ich dir zur Wiedergutmachung etwas ganz Tolles gebaut. Den Schokolinator 3001. Und was kann der? Kann der Schokolade aufspüren? Dann brauchen wir ihn nämlich nicht, denn die ist ja komplett in deinem Bauch. Falsch. Aber moderier erst mal weiter. Ich habe eine Überraschung für dich. Die bisher größte Schokoladentafel der Welt wog 4000 Kilo. Moderationskarten. Was? Was ist das denn? Ich habe ganz braune Finger und das hier ist... Schokolade. Ich habe die Moderationskarten schokolisiert. Also man muss nur deutlich den Gegenstand benennen und schon wird er in Schokolade verwandelt. Hast du mal irgendwas für meine Finger zum Abwischen? Ja klar, da unten. Ein Handtuch. Danke. Wusel. Schokolisiert. Tja. Vollmilch. Die ersten Menschen, die sich Kakao schmecken ließen, waren die Ureinwohner Südamerikas. Denn nur dort wuchs die Kakaopflanze ursprünglich. Kakao galt damals als ganz besonderer Trank. Er wurde sogar den Toten mit ins Grab gegeben. Dieses frühe Kakaogetränk schmeckte sehr bitter, denn Zucker kannte man noch nicht. Im 16. Jahrhundert kamen europäische Eroberer nach Südamerika und sahen, wie wichtig das Kakaogetränk für die Einheimischen war. Obwohl es ihnen nicht so richtig schmeckte, nahmen sie es mit nach Europa.
Auch dort mochte man das Getränk anfangs nicht, weil es eben nicht so süß war. Doch zusammen mit Zucker oder Honig schmeckte es plötzlich doch. Allerdings konnten sich das nur reiche Leute leisten, denn die Kakaobohnen waren teuer. Erst 1847 wurde die erste feste Schokolade hergestellt. In der englischen Fabrik von Fry & Sons mischte man Kakaopulver, Zucker und geschmolzene Kakaobutter zu einer Masse und goss sie in Formen. Die Tafelschokolade war erfunden. Aber woher kommt der Name Schokolade? Eins der alten südamerikanischen Völker nannte ihr Getränk Cacahuatl. Für die meist Spanisch sprechenden Europäer bedeutete Caca nun genau das, was ihr gerade denkt. Caca bedeutete Kacke. Deshalb änderten sie den Namen in Schokolade. Wusel hat mit seinem Schokolinator 3001 nicht nur meine Moderationskarten in Schokolade verwandelt, sondern auch den kompletten Tisch. Du musst das unbedingt hier mal probieren. Trüffelmokka-Krokant-Brombeer. Was? Gut, ja? Wusel, jeder von uns in Deutschland isst pro Jahr 11 Kilogramm Schokolade. Ich glaube, Wusel schafft das in einer halben Stunde. Aber es macht so einen Spaß. Was werde ich denn mal als nächstes noch so schokolisieren? Ja, das hier, vielleicht das, ja. Ja, so, ne? Wie wär's mit Akkuschrauber, Tablet, CD? Wusel, stopp, gib mal her. Wenn du so weitermachst, überfressen wir uns ja noch komplett. Ich schalte das Ding mal lieber ab. Schokolade ist zwar lecker, enthält aber viel zu viel Fett und Zucker. Klar. Und wenn du so weitermachst, dann verwandelt sich hier auch noch der Monitor und der Buzzer in Schokolade. Und im Scheinwerferlicht zerfließt natürlich alles wie in einem Schokobrunnen. Ich zeig euch mal, wie so ein Schokobrunnen aussieht. Der Buzzer hat sich in Schokolade verwandelt. Mhm. Aber ich habe das Ding doch ausgeschaltet, hier am roten Knopf. Was? Zeig mal her. Der rote, das ist doch der Turboschalter. Was? Rot ist immer aus. Entschuldige mal, nicht bei meinen Geräten, Beni. Du hast gerade Beni gesagt. Ja und? Ich dachte den ganzen Tag über Beni. In allen möglichen Stimmen. Beni, 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 Buse. Beni, Beni. Lieber nicht. Lecker. Wusel, kann es sein, dass ich mich gerade in Schokolade verwandle? Die Schweizer sind Weltmeister im Schokoladeessen. Fast 12 Kilo werden pro Jahr und Einwohner verdrückt. Das sind 120 Tafeln. Und nicht nur in der Schweiz. Besonders beliebt sind Schokoladenfiguren. Aber wie werden die hergestellt? Schokolade wird bei etwa 30 Grad flüssig. Diese Schokosoße kommt in eine Form wie hier einen Fußball. Jetzt wird das Ganze geschleudert und die Soße bleibt in der Form hängen. Überall genau gleich dick. Dann werden die Schalen vorsichtig entfernt und übrig bleibt ein Schokofußball. Bei diesen ganzen Leckereien könnte man eigentlich den ganzen Tag nur Schokolade essen. Aber Schokolade ist doch ungesund, oder? Die Menge macht's. Denn Schokolade hat einen sehr hohen Fettanteil. Eine Tafel Milchschokolade enthält etwa 30 Gramm Fett. So viel wie dieses Stück Butter. Bei Kindern ist das schon fast die Hälfte von dem, was sie am Tag an Fett essen sollten. Vor allem dunkle Schokolade mit hohem Kakaoanteil enthält auch viele gesunde Stoffe, Vitamine und weniger Zucker. Wenn ihr Schokolade esst, dann am besten diese. Schokolade soll auch dabei helfen, das Denkvermögen anzuregen. Wenn das so ist, bist du jetzt schlauer als Albert Einstein. Wusel hat mich schokolisiert. Sag mal, ist dir auch so warm? Boah, ich schwitze so. Das sind die Scheinwerfer. Auweia, Beni, du schwitzt nicht, du schmilzt. Oh. Wusel, schnell, du musst irgendwas ändern, sonst verwandle ich mich noch in Schokosoße. Oh ja, dann kann ich Obst in dich hineintunken. Wusel? Okay. Dann dreh ich mal die Klimaanlage voll auf. Ja, schnell. Moment. So,
Jetzt wird's kalt. Tja, Bini, ich hab dich gerettet. Du hättest ruhig mal Danke sagen können. Bini? Bini? Oh. Oh. Keine Angst. Das kriegen wir wieder hin. Jetzt Wuselgusel kostenlos auf YouTube abonnieren und kein Video mehr verpassen. Jetzt abonnieren. Das hat Spaß gemacht. Aber jetzt ist wieder Zeit, eine eurer Fragen zu beantworten. Finn fragt, Wusel, magst du lieber Pommes mit Mayo oder Ketchup? Oder beides? Natürlich beides. Und dann noch ganz viel Chili-Soße drauf. Und auf die Chili-Soße extra scharfe Chilischoten. Und auf die Chilischoten kommt am Ende noch ganz viel Pfeffer. Schmeckt toll und niemand futtert einem was davon weg. Ich nenne es ja auch gerne Pommes Nitroglycerin, weil man nach dem Essen kurz vorm Explodieren ist. Oh, ich hatte erst heute Mittag scharfe Pommes und jetzt brummelt mein Magen etwas. Oh, ich muss auch gleich mal ganz dringend weg. Ihr könnt euch ja noch ein Video angucken. Ja, hier. Los, entscheidet euch bitte ganz schnell. Bitte. Ich muss nämlich ganz dringend mal wohin. Entscheidet euch. Bitte. Ich geh schon mal vor.